Moin Leute, ich bin's wieder, euer Bobby von dem First Ranger Platoon. Hier mal ein Beispiel. Das ist meine KWA, eine Glock 17 GBB. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet zum Painten meines Schlittens von meiner Glock 17. Ja, den Schlitten habe ich gestern schon ein bisschen vorbereitet, indem ich ja Tan rüber gesprüht habe. Oder sprichwörtlich Desert. Ja. Die Farbe ist von Sniper Paint. Da habe ich jetzt leider Gottes nur noch Oliv und Braun. Ja, das Panzertape ist dafür, um die Teile abzukleben, die man nicht besprühen will. Kann man auch normales Kreppband nehmen. Dann habe ich aus dem Garten ein paar Pflanzen geholt. Okay, es hört sich ein bisschen hallig an, weil ich jetzt gerade in meiner Garage bin und das nirgendwo anders machen kann, weil es draußen derbe schifft. Ja, so viel dazu. Und dann werde ich jetzt gleich mal anfangen, den Schlitten weiterhin fertig zu painten. Ach ja, wichtiger Bestandteil ist halt eben dieses Marking, was ihr hier seht. Dieses Marking ist eingelasert, das kann man jederzeit übersprühen. Das macht nichts, man sieht es trotzdem. Also, oder wenn man es einfach nicht will, dass man da einfach abklebt, so wie ich. Ich werde zwar allerdings jetzt übersprühen noch zusätzlich mit. Ich habe hier zum Beispiel diese Feder. Werde ich hier vorne den kleinen Kopf quasi versuchen nochmal zu besprühen. Oh hier, da so, da sieht man sie. Diese Feder. Hier haben wir diesen kleinen Kopf. Mal gucken, ob ich sie abkriege. Wenn nicht, dann ist das so, dann bleibt sie so. Dann haben wir hier den Innenlauf. Da weiß ich noch nicht, ob ich es besprühen werde. Das gucke ich mal. Wie gesagt, die wichtigen Teile, die man nicht mit der Farbe vollkleckern sollte, sind diese Teile hier. Ja, das ist die Hop-Up-Unit, soweit ich weiß. Vermute ich. Ja, das ist die Hop-Up-Unit, so. Ich weiß, das ist mein zweites Review über so eine Waffe, aber mal gucken, man kann noch besser werden. Ich versuche zumindest. Ich habe jetzt auch keinen Text vorliegen, wie ich das jetzt erzählen soll, deswegen bin ich ein bisschen verplapper ich mich mal. Das soll entschuldigt sein, hoffe ich mal von eurer Seite aus. Ihr könnt sie natürlich auch ganz ausbauen, dann solltet ihr dazu diese Schraube lösen. Wenn ihr nicht unbedingt die Visiere mitpainten wollt, dann könnt ihr bei diesem Modell halt eben dieses Visier auch abziehen. Huch. Oder abschieben, besser gesagt. Dann liegt das hier. Das vordere, ne, das vordere Visier halt eben kann man nicht abschieben. Das müsst ihr dann abkleben. Wie gesagt, hier drinnen das Roundabout hier auch nochmal abkleben. Entweder mit Panzertape oder Kreppband. Das ist euch überlassen, wie ihr das macht. So, okay, dann werde ich einfach mal die Kamera nebenbei laufen lassen und ihr guckt euch das einfach an. Ein bisschen Fummelarbeit, aber das kriegt man alles hin. Ach, jetzt geht das schon. So, wie ihr seht, ich habe es hier einmal erstmal abgeklebt
sodass nichts unten in die Unit reinkommt. Ja, also muss man ein bisschen fummeln, ist ein bisschen schwierig, ein bisschen nervig, aber das klappt schon. So, jetzt habe ich die Sachen, die ich nicht bespulen will, soweit des Gehens geschützt. Sieht zwar jetzt nicht so ganz so professionell aus wie ein, der das schon tagtäglich macht, aber es sollte ausreichend sein. So, weiter im Text. So, alles abgeklebt. Jetzt können wir eigentlich anfangen zu painten. Das muss so, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt natürlich als Untergrund ein bisschen Desert Tan genommen. Dazu setze ich noch mal gestern noch ein bisschen rüber gespuckt mit Braun und Grün, dass es ein bisschen dunkler wirkt. Jetzt werde ich halt eben die Pflanzen, die ihr hier seht, aus dem Garten mit einem Muster erzeugen, was eigentlich schon relativ bekannt sein sollte. Wenn ihr eure Waffen paintet, dann sieht das ein bisschen individueller aus. Meine persönliche Meinung dazu. Wie gesagt, probiert's aus, wenn euch das gefällt. Ne? Alles klar.
So, das ist jetzt das Ergebnis. Also ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Kann man auch mit verschiedenen jeglichen Farben, wenn man mehr auf farbig steht. Haben wir mal ein Video, habe ich ein Video gesehen, da kann man auch dann Neonfarben nehmen, wenn man darauf eher steht. Oder auch Pink. Aber na gut, ich will kein kritisieren, aber ich finde, das ist gut gelungen. Und ich würde mich freuen, also es werden wahrscheinlich noch ein paar neue Reviews folgen, noch ein paar mehr, sodass ich ein bisschen mehr zu erzählen habe. Ich könnte jetzt zwar auch nochmal das untere Teil von meiner Glock painten, aber ich schätzungsweise, das werde ich erstmal sein lassen. Weil dann müsste ich wahrscheinlich ganz auseinandernehmen. Bin fauler Mensch manchmal. Echt faul. Ah, na gut. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen, das Video. Auch wenn nicht alle Aufnahmen ganz stimmig waren, weil ich im Moment kein Stativ besitze. Das kommt auch noch. Dann werden die Aufnahmen vielleicht noch besser. Aber so muss das jetzt erstmal reichen für den Anfang. Wie gesagt, das ist meine zweite Aufnahme, mein zweites Review über meine Glock. Ja. Alles klar. Dann noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann ihr euch das Video immer reinzieht. Bis dann, euer Jan.